Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hilton und mit Will Nightstar. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt und er so. Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Geschaltet. Leute, das Highlight, ich nenne ihn einfach nur noch den Tag des blauen Steines. Das wollte ich euch nicht vorenthalten und ich erkläre es euch kurz vorher, was passiert ist. Ihr kriegt es ein bisschen mit, aber der Mario hat halt wirklich, dann auch nachher noch vorgerechnet, 100 Versuche bei der 10er Mine reingesteckt, um einen größeren Stärkestein zu bekommen. Um überhaupt einen Stärkestein zu bekommen. So, ja, also er hätte auch einen kleinen genommen. Wir sind ja auch schon bei 240 und die größeren sind dann, gehen dann bis zu 330, irgendwie so, ja. Aber es hätte ihm gereicht, um halt sozusagen weiter die Dungeons zu rocken. Aber er hat halt gar keinen bekommen. Also die Ressourcen waren schon weg. Also 5000 Pilze hat er reingesteckt. Also das hat ihn so richtig frustriert. Und dann, also, und kurz, deswegen möchte ich es so erklären, weil dies ist ein magischer Planet, ja, und eure Gefühle sind sozusagen die Magie, ja, das ist, ja, wenn du sagst, du brauchst einen Zauberstab, ja, den braucht ihr nicht, ihr habt eure Gefühle, und eure Gefühle, wenn ihr jetzt so sagt, oh, das klappt nicht, dann klappt's nicht, oder eher nicht, sagen wir es mal so, ja, aber wenn ihr, ja, voller guter, positiver Energie seid und zuversichtlich seid und sagt, das schafft ihr jetzt, ja, und das betrifft natürlich viel wichtiger ist natürlich euer Leben als so ein blödes Glücksspiel, ist auch klar. Aber dann geht's, ja. Und wir haben hier ein super Beispiel und das Schöne ist, da hat der ganze Chat mitgeholfen, ja. Das könnt ihr nicht mitlesen und deswegen erzähle ich es vorher. Der ganze Chat hat dann eben auch das geschrieben, worum es jetzt gleich geht. Ja gut, ich habe ja eh schon gesagt, er hat keinen blauen Stein. Also ging um blauer Stein, blauer Stärkestein. Und dann kamen 3 Stück auf Stück. Ja. So funktioniert halt tatsächlich das Leben. Ja. Es ist ein magischer Planet. Ja. Und der alte Esoteriker, der hier vor euch sitzt, der hat halt recht. Ja, ich wollte euch das einfach nochmal als Highlight präsentieren, weil ich es echt wahnsinnig wichtig finde, weil ihr könnt es für alle Dinge in eurem Leben verwenden und es hat halt einfach geklappt. Ja. Wirklich, das ist einfach, ich feiere es so. War echt ein magischer Moment und für diese magischen Momente bin ich ja wieder zurückgekommen, ja. Nicht hier, um epische Dungeons zu rocken oder einfach irgendwie der voll krasse Spieler zu sein, der ich vielleicht früher mal war oder auch nicht. Ja. Einfach der Vollpfosten, der zu viel Pilze reingesteckt hat in das Spiel. Nee, ich bin jetzt da, um euch im Prinzip an meiner Lebensfreude teilhaben zu lassen, an meinem Licht, wie ich es auch sage, ja. Und darum geht's mir jetzt, ja. Und das ist so ein schönes Beispiel. Wir hatten schon in diesen langen Streams wirklich etliche epische Momente und es fällt mir wirklich schwer, euch da Highlights nicht rauszuschneiden, aber es ist viel Arbeit. Ich bin jetzt da wirklich fast 2 Stunden dran gesessen, um die Stelle zu finden. Wobei die war jetzt leicht zu finden. Ich habe da nochmal ein anderes Highlight geschnitten. Das sind aber auch wieder fast 40 Minuten. Gut, aus einem fast 5 Stunden Video 40 Minuten rauszuschneiden, ist auch nicht schlecht. Ja, aber da ging es eigentlich auch um den blauen Stein. Aber ich finde wirklich, dass diese in der Kürze liegt die Würze. Ja, deswegen hört es auch auf zu reden. Und hört es euch einfach an. Ich feiere es so. Alles klar, bleibt sauber. Viel Spaß, viel Freude. Ja. Und glaubt mir, wir gehen in eine super Zeit. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Ich kann mich aber auch täuschen. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Ja, alles klar. Haut rein und bis dann. Ciao. Der 9. Tag schon. Ja komm, Mario, nach 9 Tagen kann man auch so ein Spiel aufhören, oder? Fand ich auch, ja.
9 Tage? Oh, gut. Wollen nicht was gerockt hier? Genug gemacht. Leck mich fett, bringt das Gold. Guck mal, ich gebe jetzt dein Spiel hier noch eine Chance, ne? Pass mal auf. Ich habe jetzt hier durch den täglichen Bonus irgendwie ein paar Steine bekommen, ne? Okay. Jetzt mache ich hier den Test nochmal. Also wenn jetzt der blaue Stein kommt, bleibst du dabei, oder? Wenn jetzt der blaue, ich habe... Blauer Stein! Pass auf, warte noch ein bisschen. Wir brauchen ja den ganzen Chat. Alle! Blauer Stein! Mit der Kraft von allen, dann bleibt er dabei. Blauer Stein! Ja, jetzt kommt der Chat kommt. Blauer Stein! Rück drauf, Mario, blauer Stein. Mein Rucksack ist voll, warte mal. So, jetzt. Blauer Stärke, Stein. Ich hab halt echt einen blauen Stein. Blauer Stein, blauer Stärke, Stein. Ich hab einen blauen bekommen, ne? Zwar einen kleinen, aber einen blauen. Ja, das ist der Beweis, Leute. Es gibt das. Ich sag's euch doch. Dankeschön, ja. Es ist so. Das waren wir. Habt ihr das verstanden, ne? Ja, und dann sagt er, der esoterische Spinner, ich glaube nicht an was der glaubt. Es ist genau so, ja? Ey, große Liebe, ja. Das war der Beweis, ja. Kein Ego war dabei, alle waren für dich, ja. Niemand hat gesagt, will kein Mensch, ja. Mario hat den blauen Stein. Und muss jetzt weiter spielen. Ist das geil? Ich habe noch einen blauen Stein bekommen, was ist denn jetzt los hier? Ja, weil, sagst, das ist wahr, also. Du musst diese positive... Hast du die positive Energie des Chats gerade gemerkt, wa? Ja, sieht so aus, ja. Ne? Und wir hatten gerade genau 101 Zuschauer, als du das gemacht hast. Ist halt auch wieder die 11 gewesen, gell? Lol. Ach, ich liebe mein Leben. Weißt du, manchmal habe ich schon gern recht. Ich merke schon, ja. Nein, es war einfach episch, weil das ist genau so, ja? Muss das sein? Ich habe halt jetzt echt 3 blaue Steine bekommen, ne? Ich raste aus. Was ist denn hier los, Jungs? Geil! Das ist geil! Also, das ist insane. Stream anmachen und wieder weiter rocken hier. Ich möchte jetzt die Dungeons fallen sehen, ja? Ich muss aber tatsächlich kurz weg. Jo, mach mal. Wir sind ja auch schon wieder 4 Stunden hier am Stream. Blaue Steine und die Leertaste wird wieder sehr schnell gedrückt, ja. Oh Mann. Und was habe ich mich jetzt hier wieder reingeritten, ne? Eieiei, Jungs. Der esoterische Vollpfosten hat recht gehabt. Happy Grandpa hat recht gehabt. Oh Mann. Ich will aber Dream heißen. Muss ich jetzt Happy Grandpa heißen? Du Mario, ich habe mal eine Frage. Warum bin ich ein 10 Level über dir? Frag mal meine Edelsteinmine. Was? Fällt dir ein? Macht's gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Intro. Ciao. Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hinten und mit Well, Nightstar. Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so, oh. Vergiss es. Kommt doch, nein, mit der letzten Quest kriege ich den Dungeon-Schlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, sind Bausteine in anderen Menschen. Gute Nacht. Blaue Steine für Mario! Das ist doch so krass.